Herzlich willkommen zum Let's Play. In der Tat. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Let's Play war Super Mario Maker von Nintendo 3DS. Jetzt möchte ich mit euch mal ein Meilenstein spielen namens Diddy Kong Racing. Ja, willkommen. Wer mich schon länger guckt, weiß, dass ich ein großer Fan von diesem Spiel bin. Ja, und meiner Meinung nach ist es auch ganz klar der beste Fun Racer, den es bis heute je gab, neben Mario Kart 8 Deluxe. Aber ja, das war halt so der Anfang. Wir beginnen natürlich, wie ihr mich kennt, mit Diddy Kong, weil ich auch hier von ihm... Ja, also da habe ich Diddy Kong erstmals kennengelernt. Wir spielen die Rennen. Wenn wir die Rennen durchhaben, könnt ihr mir oder auch ich, können wir uns ja dann ein bisschen austauschen in den Kommentaren, ob wir dann noch das Abenteuer machen sollen. Abenteuer 2 ist ein bisschen schwer, deswegen, ja, starten wir mit den Rennen. Es gibt hier auch einen, einen Spielstand. Man kann sich hier ganz zur Sage und Schreibe 3 aussuchen. Da bin ich, habe das Spiel zu 100%. Dann habe ich hier vor ein paar Tagen nochmal neu angefangen. Mit 34 Ballons bin ich momentan und einmal hier 13, da weiß ich gerade gar nicht, wer das war. Aber wie denn auch sei, dann gibt es hier noch Abenteuer 2. Da ist alles nochmal nur spiegelverkehrt, also nochmal ordentlich schwerer. Wie gesagt, wir beginnen aber mit den Rennen. Ja, damit das auch ein bisschen anspruchsvoller wird, machen wir hier ein Trophy Race. Ganz genau. Sie sagt es auch. Dann haben wir hier wieder Abenteuer 2 und Abenteuer 1. Das geht aber, by the way, nur. Man kann sich das nur aussuchen, wenn man das, die Hauptstory schon durch hat. Hat man das nicht, hat man auch nicht die Auswahl. Agent Lake ist unsere erste Strecke. Ja, here we go. Ich spiele das Spiel zurzeit privat momentan auch gerade nochmal durch. Ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Und ja, ich freue mich einfach mega, mal wieder ein Let's Play zu machen und vor allem dann noch so ein geiles hier mit Diddy Kong Racing am Start. Ach ja, das ist schon so ein schönes Spiel. Das kann man sich geben. Ey, die schubst mich höher. Ich hoffe, ihr habt da Bock zu. Wenn ja, dann zeigt es mit Daumen hoch, ein Abo-Button und natürlich, wenn ihr Bock habt, täglich einschalten. Geplant ist dieses Let's Play alle 2 Tage. Heißt also, wenn wir jetzt sagen, ab morgen wird es online gehen, dann kommt übermorgen eins. Oder sagen wir mal so ein besten Beispiel heute, wenn es heute online gehen würde, dann kommt der nächste Part übermorgen. Denn ich muss ja auch ein bisschen aufnehmen und vorproduzieren. Nee. Und ja, aber das Spiel ist einfach geil. Falls ihr fragt, ob wir auch die Story machen, ja, kann sein. Also es ist noch nicht zu 100%, aber ich werde euch auf jeden Fall einen Ausschnitt der Story zeigen. Vielleicht machen wir da einfach mal einen Bonuspart raus. Und dann zeige ich euch einfach mal, was da so abgeht in der Story. Jetzt aber spielen wir erstmal ganz normal die Rennen, wie wir es kennen und lieben. Das kann man übrigens auch nur machen, wenn die Story durch ist. Man kann die Rennen zwar auch so spielen, empfehlenswert ist aber erst die Story durchzurattern, denn dann hat man auch wirklich alle Strecken. Borsel, Kännchen, ich weiß nicht, ich sag die Strecken bestimmt nicht alle richtig, aber in Deutschen heißt sie auf jeden Fall Skelettschlucht. Aber die Synchronsprecherin, die das damals gesprochen hat, die hat auch schon echt eine coole Stimme, ne? Das muss man ihr lassen. Also ich habe das damals so oft als Kiddie so oft nachgemacht und versucht, deswegen, ich finde, ich bin heute recht gut da drin, natürlich lange nicht perfekt, aber schon gut. Deswegen würde ich auch ehrlich gesagt sagen, es ist akzeptabel. Ne? Ja, natürlich, Diddy Kong Racing war, ja, ich glaube, mein zweites Videospiel in meinem gesamten Leben, das allererste war natürlich Super Mario 64, wer hätte es gedacht. Und, dann kam auf jeden Fall, Diddy Kong Racing, Mario Party 1 fürs N64 und Banjo-Kazooie. Jetzt erzähle ich euch mal meine ganz persönliche Reihenfolge vom N64 und zwar ist Mario 64 mein absolutes Lieblingsspiel of all time. Das war auch mein allererstes Videospiel aller Zeiten, wie gesagt, also die Tintenkleckse legen sie echt geschickt. Das muss man den CPUs, wow, die holen mich sogar schon ein, WTF.
Ich habe das aber, by the way, auch extra als Trophy Race gewählt, weil da sind die Computergegner nochmal ein bisschen anspruchsvoller und schwieriger. Damit wir hier auch ein bisschen Challenge haben. Wo war ich? Ach ja, Super Mario 64. Ganz klar meine Nummer 1 vom N64 überhaupt. Dann kommt Diddy Kong Racing, das wir hier gerade spielen, ist auf Platz 2 von N64 meine Highlights. Also meine Lieblingsspiele vom N64. Dann kommt Banjo-Kazooie, ja, Mario Party wurde verdrängt auf Platz Nummer 4, wobei Mario Party auch ziemlich geil ist, aber im Nachhinein bietet Banjo-Kazooie halt ein bisschen mehr Inhalt. Mario Party ist zwar schön und gut, aber es macht halt auch wirklich erst richtig dann Fun, wenn du das mit der Family spielst oder halt mit einer Freundin oder so oder mit Freunden. Alleine macht das Spiel auch Spaß, habe ich letztes Jahr neulich erst getan, im November habe ich Mario Party durchgespielt. Einzeln, ich muss sagen, man kann sich das geben, aber richtig Spaß macht das natürlich erst, wenn man mit einer Family zockt oder mit einer Freundin oder mit Kumpels. Ist ja logisch, ne? Sollte jedem klar sein. Ich meine, Mario Party ist ja so ein bisschen auch darauf aufgebaut, so Multiplayer-Action da zu sein. Man kann es auch allein spielen, klar, also wenn man jetzt mega Bock hat und vielleicht hat die Freundin keine Lust oder die Kumpels keine Zeit, dann kann man es mal alleine einlegen und zocken, aber... Ja, wie ich finde, die N64-Klassiker, Mario 64, Banjo-Kazooie, Mario Party und Diddy Kong Racing müssen auf den N64 gespielt werden. Das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung. Auch wenn das auf dem Emulator alles schön hübsch in HD aussieht, so hochmodern auf dem PC, aber nein. Wegen der Nostalgie und einfach ist es auch auf dem N64 einfach wesentlich geiler. Und ich glaube, ich schraube mal gleich den Sound leiser, weil ich muss hier gerade ziemlich laut reden. Das ist auf Dauer doch sehr anstrengend. Das ist nur meine Meinung. Natürlich kann man das Spiel zocken, wo man will. Allerdings ist es auf Emulatoren auch ein bisschen, ne? Also ist nicht ganz legal. Sollte man achten, was man sich da runterlädt und kauft. Manche Spiele kosten auch. Das ist aber dann ein gutes Zeichen. Das heißt dann, das ist legal. Trotzdem würde ich es eher ganz klar auf dem M64 empfehlen. Ganz, ganz klar. Und dann gibt es natürlich noch ein Gerücht. Ich mache mal kurz leiser. So. Da gibt es natürlich noch ein Gerücht. Und zwar, dass es dieses Jahr, also viele spekulieren so ab nach April, dass da von Nintendo ein N64 Mini erscheinen wird. Wäre das nicht geil? Ich würde das so abfeiern. Wirklich, ohne Scheiß. Ich liebe den N64. Es ist eine meiner absoluten Lieblingskonsolen. Neben der Nintendo Switch ist das meine absolute Lieblingskonsole. Also die Switch und der N64 sind gleich auf. Natürlich hat der N64 so ein klein bisschen mehr Nostalgie, ist klar. Weil der ist halt komplett aus meiner Kindheit. Meine ersten Videospiele ever. Und ja, deswegen würde ich den N64 jedoch so ein paar Prozent, ein paar Punkte vorwärts setzen. Aber die Nintendo Switch kann da ganz klar mitreden und mitquatschen, ganz, ganz klar. Ist auch eine mega geile Konsole, ist auch voll im Hype immer noch. Ja, und die Switch wird jetzt schon bald ein Jahr alt, kann man das glauben? Am 3. März wird sie ein Jahr. WTF, wie schnell ging das bitte? Also, wow. Ja, ist halt einfach schön. Ich wollte da gerade noch eine News draufhauen, aber ich habe dazu schon ein Video gemacht. Denn am 3. erscheint nämlich noch etwas. Ne, also wer das verpasst hat, einfach mal reinsehen. Die News ging, glaube ich, gar nicht mehr so lange online. Vielleicht vor 2 Tagen, wenn das hier online geht. Ja, auf jeden Fall, ihr merkt es vielleicht, ich freue mich mega, endlich mal wieder ein Let's Play zu machen. Ich bin einfach nur mega gehypt. Ja, und freue mich mit euch auf Diddy Kong Racing. Hoffe, ihr habt da ebenfalls Bock zu. Ja, Trophy Race ist jetzt, Gottes Willen, leider schon wieder durch. Wie gesagt, ich mache die Let's Plays, also die Parts von Diddy Kong Racing auch nicht so lang. Weil die Strecken sind halt nicht so lang. Geil, aber ja, nicht so lang wie zum Beispiel heutzutage Gun Club oder so, wie das für Switch heißt. Aber ich sag mal so, am Ende eines Parts packen wir immer noch ein Minispiel rein. Heißt also Dump on the Beach oder Ice Skulkle oder Smoffy Canyon. Nein, das Eierlegen ist erstmal nicht geplant, weil das ist wirklich asozial schwer. Fangen wir also an mit... Mein Lieblings-Minigame. Eisgügel, in der Tat. Der letzte Spieler, der übrig bleibt, gewinnt. Mhm. Klingt simpel, ist es auch. Allerdings sind die CPUs hier einfach manchmal gar nicht so dumm, wie sie manchmal dargestellt werden.
weil sie halt CPUs sind, denkt man gleich, die können nichts. Wenn man das hier mit vier menschlichen Gamern macht, ist das Ganze sehr, sehr anspruchsvoll. Denn dann sind halt vier Gamer am Start und kein CPU. Also man kann sich da mächtig betteln und zerstören. Haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Das ist sehr, sehr geil. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Also gönnt euch. Wer das Spiel noch nicht hat, kaufen. Absolute Kaufempfehlung jetzt schon. Auch wenn wir erst beim ersten Part des Let's Plays sind. Aber ich kann es euch wärmstens empfehlen. Das ist einfach nur geil. Ich empfehle es euch zu 100%. Die Musik ist ja auch so geil. Darauf kommen wir euch auch noch zu sprechen. Der Soundtrack, der ist hier wohl mega geil. Grant Kellkopp natürlich, ne, hat den hier damals komponiert. War das richtig komponiert? Keine Ahnung. Ihr weiß, ihr wisst, was ich meine. Und ja. Ach so, by the way, danke für 98 Abonnenten. Wow. Dafür nochmal ein großes Dankeschön. Ich plane Großes. Also, auch ein großer Punkt für mich, warum ich Diddy Kong Racing jetzt starte. Wow, der war knapp. Ist, dass wir ja jetzt bald 100 Abonnenten groß sind. Und das ist schon eine ziemliche Menge. Das habe ich mir nie erträumen lassen. Und jetzt sind wir schon fast 100 Abonnenten. Und das ist natürlich schon, wow, bitte, eine ganze Menge. Sorry, Leute, ich muss mal kurz meine Dankesrede unterbrechen. Denn fahren wir vor den CPUs, egal ob sie einen Schießer haben, oder in dem Fall in diesem Spiel eine Rakete, oder einen Stachi, dann fangen die an zu schießen. Da, hat man es jetzt gesehen. Ich wollte es zwar eigentlich nicht vorführen, aber ist jetzt halt passiert. Egal ob du Stachi hast oder eine Rakete, die ballern dich ab. Ne? Also bist du vor ihm links in Igelfurz, bist du wieder vor ihm und sie haben eine Rakete, ballern sie dich ab. Und das ist natürlich gerade, wenn man beide nur noch einmal ein Leben hatte, das ist natürlich schon etwas, ja, ärgerlich, ne? Wenn man dann noch von CPU erledigt wird, gerade wenn es um die Story geht. Aber ja, wie gesagt, ich möchte mich hier nochmal groß bedanken. Ich bedanke mich für diesen geilen Part. Und ja, schaltet auch unbedingt beim nächsten Mal wieder ein. Part 2 kommt in Kürze. Und ja, dann sehen wir uns wieder. Bis dann und ciao.